Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Fahrerarbeitsplatzprojektes des MAN SL 200. Ich bin heute mal nicht irgendwie am Fahrerarbeitsplatz dran oder zeige euch irgendwelche Bilder. Nein, ich möchte euch heute mal mittels eines 3D-Modells, was extra für mich erstellt wurde, so ein bisschen zeigen, wie das ganze Modell oder das ganze Projekt denn dann am Ende dann aussehen wird. Dieses Modell wurde mir freundlicherweise angefertigt von Lukas, meinem Objektbauer. Der hat für mich auch schon diverse Objekte für Bad Karlstein, das ist eine OMSI-Map von mir, gebaut und hat mir auch dieses Modell hier bereitwillig und echt in mühevoller Kleinstarbeit gebaut. Ich bedanke mich wirklich aufs Herzlichste bei dir, Lukas. Das hast du wirklich richtig, richtig toll hingekriegt. Es sieht wirklich bombastisch aus und vor allen Dingen vermittelt es einen super Überblick über das ganze Projekt, wie es denn dann mal aussehen wird, wenn es fertig ist. Ja, und wir schauen es uns jetzt einfach mal an. Man sieht hier schon, das ist hier mein Schreibtisch. Ja, hier drüben haben wir die Wagenheldanzeige auf dieser Stütze drauf. Das habe ich euch ja auch schon mal in echt gezeigt. Und diese Stütze läuft dann hier unten in dieses Gestell rein. Und hier ist dann ein Loch gebohrt und da gibt es dann einen Durchbruch hier runter in diesen Kasten und da werden dann die entsprechenden Kontakte und Relais für diese Lampe angebracht werden. Ja, dann gehen wir mal hier ein Stück weiter vor. Muss gerade hier mal schauen. Jawohl. Genau, hier haben wir das Schild, was ich euch ja auch schon mal gezeigt habe. So, hier vorne der Zahltisch, hier oben drauf steht die Maus und der Fahrkartenstempel. Und man beachte hier die Stütze, die ganz normal ist. Und hier meine Auslegung für den Logitech G29 Shifter. Den habt ihr ja noch nie in echt gesehen, hier drauf. Gibt es ihn schon mal zu sehen mit verlängertem Schalthebel? Ob ich den dann letztendlich hier drauf lassen werde, weiß ich noch nicht ganz genau, weil die Konstruktion sich in der Realität nie als sehr stabil erwiesen hat. Eventuell werde ich den dann ab hier vorne, ab diesem Brett irgendwie raus verlängern und werde es dann hier gar nicht mehr befestigen, aber das sind ungelegte Eier. Ich möchte euch das jetzt mal zeigen, wie es aktuell geplant ist. Auf jedes kleine Detail hat Lukas geachtet, zum Beispiel auch hier unten drin diese Stütze. Dieses kleine Stützholz, was diesen Ausleger hier stützt. Also wirklich genial. So, hier steht der Stuhl. Hier ist dann eben das Armaturenbrett mit Armaturenbrettträger. Hier drüben das kleine Beistelltischchen für die Tastatur. Und dann hier zu sehen der Fußfernlichtabblendschalter. Und hier die drei Pedale, die werde ich ja noch auseinandernehmen und hier dann dementsprechend auch versetzt anbringen. Beim Bus sind immer rechts von der Lenksäule Gas und Bremse zu finden und links davon die Kupplung, falls vorhanden. Hier mein Logitech. Ein bisschen vereinfacht, aber das reicht ja für die Demonstrationszwecke. Hier mit der Einfassung für die Lenksäule und hier dann tatsächlich mit der Lenksäule und hier drauf dem Lenkrad. Der Blinkerhebel ist leider nicht mehr da, aber den habe ich ja nicht verwenden können und deswegen ist er auch hier im Modell nicht mehr vorhanden. Der Armaturenbrettträger ist leider etwas verschoben noch. Es wird dann natürlich so sein, dass dann das Lenkrad genau in der Mitte zum Tacho ist. Aber wie gesagt, es ist ja nur ein Demonstrationszweck, der sowieso schon sehr, sehr schön geworden ist. Und hier unter dieser Leiste, die befindet sich ja hier zur Abstützung, wird dann natürlich der Armaturenbrettträger nicht sein. Der Armaturenbrettträger wird natürlich weiter vorne sein. Hier dann das Handbremsventil, ein bisschen ausmodelliert. Schauen wir mal von unten rein. Auch die Türtaster, der Tacho und die diversen Anzeigen. Und dann, wenn wir hier rüber gehen. Also eventuell werde ich dann die Pedale auch noch auf ein extriges Brett hier vorne draufschrauben, je nachdem, wie das so mit dem Hinkommen funktioniert, aber eventuell bleiben sie auch gleich hier drauf. Hier haben wir dann die zwei Zugschalter und entsprechende Kontrollleuchte und die zwei Taster und auch hier diesen linken Turm und ja, das Tastaturtischchen eben, der Bildschirm und hier hinten der Rollbandkasten, der wird dann aber auf die Dauer nicht mehr auf dem Schreibtisch stehen, sondern an der Wand oder so angebracht werden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde und wo ich das machen werde, aber ich werde ihn nicht auf dem Schreibtisch stehen lassen, weil da geht er ja absolut unter. Das sollte ja schon irgendwo hängen, wo man ihn einfach gut sieht. So, dann schauen wir noch mal hier nach hier, wenn wir mal ein bisschen weggehen von dem Ganzen. Also man sieht hier recht deutlich, dass der Armaturenbrettträger wirklich auf Höhe der
Ja, auf Höhe des Sitzpolsters beginnt oder das Armaturenblech zumindest. Das hat eben den einfachen Grund, dass es beim echten Bus genauso ist. Und auch der Schalthebel ist bei Schaltwagen durchaus so lang. Der Zahltisch ist von der Höhe her eben auch an den Armaturenbrettträger angepasst. Das Lenkrad ist hier jetzt noch etwas hochmodelliert, aber es wird noch etwas tiefer sein in echt. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie tief genau. Ich habe da schon mal im echten Bus abgemessen, aber das wird dann dementsprechend halt angeglichen. Wie gesagt, hier ja nur mal zu Demonstrationszwecken. Wichtig ist auch hier unten diese Querleiste, worauf das Logitech G27 montiert ist. Das wird dann später, das habe ich ganz vergessen zu sagen, noch hier, wenn hier ein Brett rausverlängert wird für die Pedale, dann wird das Logitech hier nochmal mit einer Stütze abgestützt, damit es wirklich richtig gut hält und sich garantiert nicht mehr verschiebt. Also hier wird dann eine Stütze rauskommen, die das nochmal von unten her stützt. Man sieht hier auch schön an der Lenkradabschrägung, dass es wirklich nur eine ganz minimale Idee schief ist, oder abgeschrägt. Auch beim echten Bus mit solchen Lenkrädern, bei diesen alten Standard 1 Bussen, ist das Lenkrad auch noch nicht so dermaßen abgeschrägt wie zum Beispiel beim O405 oder O407, sondern eher noch weniger. Genauso habe ich das ja auch gemacht. Genau, wenn man mal ein bisschen wegzoomt, so sieht das Ganze dann aus. Also man sieht schon, es ist eigentlich optimal an den Schreibtisch angepasst und fügt sich da richtig gut ein. Die Tastatur ist in Reichweite, die kann man natürlich auch hier mit dem Tisch noch ein bisschen vorstellen. Der Zahltisch ist wunderbar rechts daneben, damit man richtig gut hinkommt. Auch der Schalthebel lässt sich einfach und schnell erreichen. Und ja, das Armaturenbrett ist da schön, liegt da schön drin. Wie gesagt, in echt ist es hier etwas weiter vorne, also nicht unter dieser Leiste, sondern etwas weiter vorne. Ja, und ansonsten werde ich mir eventuell noch mal einen größeren Bildschirm anschaffen, aber das ist wirklich noch Zukunftsmusik, um dann ein schöneres Spielerlebnis zu bekommen. Aber jetzt muss es erstmal so weit weitergehen, dass der Rohbau tatsächlich fertig wird. Ich freue mich auf jeden Fall so dermaßen über dieses Modell. Vielen, vielen Dank nochmal an Lukas. Du bist einfach der Größte. Unglaublich, wie viel Zeit man in so ein Modell investieren kann. Und du hast mir da wirklich super weitergeholfen. Immer freundlich und hilfsbereit hast du da weitergemacht. Auch wenn ich zum Beispiel an deiner Stelle schon längst gar keine Lust mehr drauf gehabt hätte. Aber du hast dich da wirklich durchgekämpft und das Ergebnis ist top geworden. Ein richtig schönes Abbild, ein richtig schönes Modell mit Originalmaßen meines Fahrerarbeitsplatzes, damit man sich einfach mehr drunter vorstellen kann. Ja, ich hoffe, dass ich euch so jetzt mal einen Gesamteinblick geben konnte über mein Projekt und vor allen Dingen eben über den Rohbau. Und somit war es das auch schon für die heutige Folge. Das ist eine relativ kurze Folge, aber ich wollte euch dieses gigantische Modell nicht vorenthalten und würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Gebt doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal oder schreibt einen netten Kommentar. Wie auch immer, ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.